So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator. Ich habe jetzt mittlerweile eine neuere Version installiert, die 1.4.1.9. Nee, 1.44.1.9. Von daher schauen wir mal, ob sich da jetzt irgendwas gebessert hat, was die Steuerung anging. Wäre ganz schön. Ja, genau, hier unten sieht man's. Ja. Ich habe auch noch ein bisschen was an Audio gemacht. Zum einen ist jetzt das Spiel ein bisschen lauter und ich habe mich tatsächlich auch mal dazu überwunden, ein bisschen Musik von No Copyright Sounds runterzuladen. Zum einen habe ich die Musik sowieso schon gefeiert, auch davor, und hatte schon einzelne Lieder von denen. Aber jetzt habe ich wirklich mal so eine gesamte Playlist gedownloadet von denen. Irgendwie so eine Best-of-No-Copyright-Sounds-Playlist. Und habe die jetzt einfach mal nach UGG konvertiert, damit wir die hier auch. Kann ich hier direkt drauf zugreifen? Audio. Ja gut, spätestens im Spiel haben wir es denn. So dass wir dann mit ein bisschen Hintergrundmusik spielen können. Ne, dieses Eurotrack hatte diese Radiofunktion. Da hatte ich ja zum einen. Nein, nicht laden. Was mache ich denn hier? Ich möchte Radio. So. Da hatte ich ja zum einen diese Radiostation drin, Vocaloid Radio. Und jetzt habe ich auch, wie gesagt, auch ganz viel Musik drin. Ich hatte ja auch davor schon ein bisschen Musik drin, aber das war halt alles private Musik, die halt definitiv nicht copyright-frei ist. Und jetzt habe ich halt diverse Musik, die hoffentlich copyright-frei ist. Ne? Ich habe auch schon ein bisschen mit Audiopegel und so geguckt, sollte also alles passen. Ich hoffe aber dennoch, dass es auch wirklich so passt. Ne? Ich werde mir also auch erstmal dann die Folge danach angucken, ob sie ausgepegelt genug ist oder nicht oder wer oder wie oder was. So, wir wollen erstmal, wieso habe ich jetzt freie Fahrt gemacht? Egal, wir wollen jetzt erstmal hier weiterspielen. Aufnahmetechnik sollte auch alles passen. Ja, sieht gut aus. Okay. So. Wir sind, wo auch immer wir hier gerade sind. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir zuletzt gespielt hatten. Müsste man hier eigentlich mal sehen. Am 26.05. hat es 2 Wochen her. Ja, doch, heute. Ja, genau. So sind wir 2 Wochen. Ist also schon ein bisschen Zeit vergangen. Ja, dieser LKW, er ist so schön. So, wir gucken als allererstes mal, wo wir jetzt Auftrittsangebot. Aufträge. Da sind wir hier unten. Wie sind wir denn hier hingekommen? Nee, Frachtmarkt. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Und da. Ah ja, genau, wir hatten letztens unsere Schulden abgebaut, ne? Genau, wir sind jetzt schuldenfrei. Ah, sehr schön. Sehr schön. Das heißt, jetzt können wir endlich mal anfangen, hier wirklich zu sparen. Nicht Jens sparen, ne? Nicht verwechseln. Und dann können wir uns vielleicht bald mal unsere Garage ein bisschen aufmotzen. Genau, Größe winzig. Sehr geil. Das seht ihr gar nicht. Aber ja, unsere Größe ist winzig. Das ist sehr traurig. So, das heißt, wir machen jetzt einfach mal hier Aufträge, Frachtmarkt und versuchen so schnell wie möglich noch ein bisschen Kohle zu verdienen. Das heißt, wir nehmen. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht hier. Ah, da fahren wir vielleicht wieder zurück zu unserer Heimat. Das ist eine ganz schön kurze Strecke. Ja, doch, das klingt doch ganz in Ordnung, ne? Ist auch ganz schön weit. 700 Kilometer. Na gut, okay, das ist natürlich, weiß ich jetzt nicht, ob das hier mitgerechnet wird. Aber ansonsten halt 700 Kilometer. Als Navi-Ziel einstellen. Zeit zu gehen. Meine Rede. So, und dann können wir jetzt hier
mit R, genau, den Musikplayer starten und hier einfach mal random das Let's Go. Ja, ich habe die erstmal hier alle umbenannt, weil die Dateinamen, ich habe die halt direkt von YouTube gedownloadet. Und die Dateinamen haben halt Klammern und eckige Klammern und Sonderzeichen beinhaltet und alles. Und weil ich bei sowas nie weiß, wie das Spiel damit klarkommt, habe ich sie einfach alle generic umbenannt. Ist halt so. Ja, interessiert uns ja im Game sowieso nicht. Da sehen wir es ja, glaube ich, eh nicht. Oder sehen wir es? Wo ist ja nur Radio? Okay, das Radio ist gleich laut, egal wo wir sind. So, wo müssen wir eigentlich lang? Wir müssen nach hinten. Hinter uns. So. Drücken Sie. Na, so nie. Haben wir nicht. Ach so. Ist direkt hier, ne? Ach, Mark. Ja, ist direkt hier. Annehmen. Okay. Ich würde aber fast noch sagen, die Musik ist noch zu laut. Ich hätte es extra rausgepegelt gehabt. Die Musik ist ja fast genauso laut halten. Wir waren das jetzt da. Genau. Die Musik ist ja genauso laut wie der LKW. Ah, das ist ein bisschen leiser. Ja, so schon besser. Das ist schon besser. So, dann müssen wir hin, oder? Kommen wir da vorbei? Nee, da ist zu. Das heißt, wir müssen... mal kurz wenden hier. So, das sind wir hier ordentlich. Schön geschmeidig. Gucken, dass wir den Hänger hier nicht auffressen. Ah, sieht gut aus. Ach, hier müssen wir hin. Okay. Um das auf links zu überspringen? Achso, ja, nee. Das wird doch nie im Leben was. So, wie sieht's aus? Wo sind wir? Oh, wir sind noch viel zu weit. Falsch. Egal, müsste aber trotzdem klappen, wenn ich das hier noch so mache. Und da ein auf so, nee, da, doch, könnte passen. Ah, nee, passt nicht. Muss noch ein bisschen lang ziehen hier. So, das sieht ja schon gut aus. Wenn wir nur noch rückwärts fahren ein bisschen. Warum LKW ist ein bisschen schief, aber egal. Motor ab, Handbremse rein und dann was jetzt? Enter. So, wir haben Fracht. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Fracht wurde geladen. Oh, let's go. Los. Ja? Ich hab doch gerade die Handbremse gelöst. Ah, gut. So. Ah, nee, ich stocke leider immer noch das Spiel, ne? Ist ja. Was ist mit diesem Spiel? Links ab. Habe ich die Maus hier falsch eingestellt? Ja, die Maus ist falsch eingestellt. Wurde mich die ganze Zeit hier, warum die Maus extrem immer rumzieht. So, da dürfte keiner kommen. Hier ist frei. Let's go. Stand ich schon mitten auf der Straße?
So. Der Zaun macht es nicht gerade einfach. Na komm, war. So, let's go. Mein Zimmer macht komische Geräusche. Biege nach rechts ab. Na fahr! Meine Krähe! Where? So. Okay, da vorne kommen zweimal Kreisverkehre. Wir sollten doch bald mal schlafen gehen, sehe ich gerade. So. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Au! Das war nicht gut. Na, man merkt, zwei Wochen lang kein LKW-Truck-Simulator gespielt und schon bin ich komplett raus. Ich habe auch privat keinen LKW-Truck-Simulator gespielt. Kam einfach irgendwie nicht dazu. Nimm diese Ausfahrt. So. Ja, jetzt kommt erstmal lange, weite Strecke. Und wir dürfen 80 fahren, sehr schön. So. Das sind ja aber schöne weite Landschaften. Da vorne kommt direkt Zoll. Bitte rechts halten. So, wir können doch einfach hier durchfahren, ne? Ha, wie geil. Wetter hat er gerade den Tempomatisch angenommen. Wahrscheinlich habe ich X gedrückt statt C. Wer weiß. So. Und wir dürfen sogar 90 fahren. Ja, holy fucking moly. Das war geil. Wollen wir da vorne gleich pennen? Wie sieht es denn aus? Wir haben... Also hier haben wir eine Schlafmöglichkeit. Hier hinten aber auch direkt die nächste. Was ist das denn hier für eine Konstruktion? Da haben wir auch eine. Dann haben wir eine Weile erstmal gar keine. Ich guck mal ganz kurz. Also die können wir auf jeden Fall ein bisschen überfahren. Da gucke ich mal ganz kurz, was hier unser Navi sagt. Wir haben 4 Stunden bis zur nächsten Pause. Okay. So, gucken wir mal. So. Die blaue 50 war Mindestgeschwindigkeit, ne? Die da gerade rechts am Schild war. Habe ich so noch nicht gesehen. Also jetzt in Real Life. Ne? Gibt es halt Autobahnen, da muss man irgendwie eine Mindestgeschwindigkeit einhalten. Was die hier vor uns wahrscheinlich nicht machen. Solange sie wieder rumgucken.
Aber ja, es gibt Autobahnen, da musst du mindestens eine bestimmte Geschwindigkeit fahren. Und davor kommt schon wieder Maut. Er glaubt es nicht. Er glaubt es einfach nicht. €17! Oh mein Gott! So, ist jetzt hier mal frei? Ja. Aber wobei, nee. Ich bleib auf der Spur. Der Bus ist mir da vorne definitiv zu langsam. Den überholen wir mal mit Schmackes hier. So. Na komm, lass dich jetzt mal überholen, ja. I'm better than you. Ich ja auch die ganze Zeit hier, was los? Der fährt sogar schneller. Oh mein Gott. Ey, ich glaube nicht. Na gut, dann lassen wir erstmal hier. Oh, das Auto hat wieder LKW gebremst. Okay. Dann können wir hier wieder einpendeln. Sehr schön. So. Und hier wäre das große Ding. Wir essen. So ist das nächste. Hier könnten wir auch noch rein. Das würde 2 Stunden dauern. Ja, dann nehmen wir doch das. Okay. Fahrt vorsichtig. Bitte links halten. Ich komme mir gerade echt wenig wie in Europa vor, weil, ne, so diese Szenerie, die man hier sieht, kennt man halt so aus Deutschland kaum, ne? Und von Europa kenne ich halt bloß Deutschland. Aber ich komme mir halt eher so vor wie damals, wo ich Truck Simulator gefahren bin. Also damals, ne? Ist ja erst nur knapp 2 Wochen her oder so. So, der kann doch an uns vorbeiziehen und dann wechseln wir mal die Spur hier langsam. Denn der Bus, oder? Ich weiß gar nicht. Mal fährt der Bus langsam und jetzt wird er aber wieder schneller. Will er mich verarschen? Macht das mit Absicht? Ah, ich will da hin holen. Fuck my life. Da kommt direkt der nächste. Ah, das war's dann wohl mit Spurwechsel. Klar müssen die jetzt bremsen. Wollen mich verarschen? Machen die das hier gerade mit Absicht? Was ist denn hier los? Oh, die fahren gerade mal 80. Die voll der Bus. Die fahren nicht mal 80. Okay, jetzt reicht's mir. Tschüss. Dann gehen wir wieder hoch auf 90. Jetzt beschleunigen sie natürlich auch wieder. Ja, aber alles noch nicht normal. Egal, wir bleiben hier auf der Spur und versuchen mal diesen ganzen Komplex da zu überholen. Ich schätze mal, die beiden LKWs da vorne werden sich nicht ganz einig. Und da überholen wir die jetzt mal alle, einfach mit Schmackes. Und dann können die uns auch mal einschalten. Oh, da vorne müssen wir auch eh geradeaus. Ah, guck mal, der erste biegt schon mal ab. Sehr gut. Der zweite auch. Ah. Oh, der Bus auch. Wow. Gut, da können wir wieder auf unsere Spur hier. Sehr schön. So, da vorne müssen wir nach rechts.
links halten. Was? Hä, hey, wieso? Nö. Oh, da geht's auch gerade. Ah, ne. Hä? Was mit den Pfeilen hier? Sorry. Was war das denn gerade für eine Aktion? Weil. Hier. Der Pfeil hat hier. Ne? Da. Ich bin jetzt raus. Hilfe. Achso, ich kann den Modus gar nicht in F1 gehen, oder was? Hä? Egal. Auf jeden Fall seht ihr da, ja? Die drei linken Fahrbahnen, da geht überall ein Pfeil nach geradeaus. Warum? Naja. Weil eben nach links abgehen könnte man da auch nicht mehr, weil da kommt ja dann diese dicke gestrichelte Linie und ab der darf man nicht mehr überfahren. Soweit ich weiß. Ah, komm, überholen. Ja, sehr seltsam war das gerade. Sehr, sehr seltsam. So, wir müssen beschleunigen hier. Oder muss ich bei dieser dicke gestrichelten Linie immer überfahren? Weil eben bei den ganzen Abfahrt und Auffahrten ist ja auch diese dicke gestrichelte Linie. Hey. Na gut, da muss ich mal nochmal recherchieren. Genau, so ist es richtig. Hier ist es jetzt, ich kann auf der Spur geradeaus und nach rechts abbiegen. Und hier ist es jetzt auch wieder richtig. So machen die Pfeile viel mehr Sinn. Aber das vorhin, das war. Also gerade eben, das war komisch. Ah ja, irgendwer hat sich dabei schon was gedacht. Machen die da vorne? Blockiert das mal alle bei den Spuren hier mit langsam fahren. Was ist denn hier los für ein... Ja. Danke dafür. Na komm, schon zieh vorbei oder ziehst du nicht vorbei? Doch, er zieht vorbei. Oder auch nicht. Tunneleinfahrt mit Schranke. Wobei die Schranke gar schon komisch platziert ist. Wenn die Schranke gut zugeht, dann kann man gar nicht mehr durchkommen. Also, da kann man auch nicht mehr abfahren. Denn diese Schranke liegt normalerweise immer vor einer Abfahrt. Also nach einer Abfahrt. So, dass man schon direkt vor der Abfahrt sieht. Aha, okay, ich muss hier abfahren, weil da vorne ist gesperrt. Jetzt würde ich so drüber nachdenken. Hatten wir so eine Stelle nicht schon mal gehabt? Hat Gott und Physio gerade so ein Déjà-vu. So wie ein Déjà-vu. Okay. Oh, da vorne haben wir wieder so einen LKW, der... Oh, wir werden müde. Was? Wieso werden wir schon müde? Wir haben nur anderthalb Stunden. Trink mal mehr Kaffee. Oh, da vorne der Berg. Der schon. Schön. Vor allem da oben so diese ganzen, was sind das? Steinformationen da? Sieht aus wie so Ruin. Not bad, not bad. Aber bald müssen wir an unserer Raststation ankommen. Sollte also alles im grünen Bereich sein. Restzeit 60 Stunden.
Warum hat das Lied auf einmal aufgehört? NCS, was machst du? Oh, das ist ja was beim Konvertieren fehlgeschlagen. Kann nicht sein. Eine ganz normale MP4-Dateien, die ich ganz normal in OGG konvertiert habe, mit FFmpeg, da ist noch nie irgendwas schief gelaufen. Oh ja. So, da vorne müssen wir schon runter. Aha, siehst du? Larito. Nimm die Ausfahrt rechts. Hier? Nee. Genau. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Wie viele Kreisverkehre hier? Nimm diese Ausfahrt. So, mal gucken. Kehrtwende. Okay, hier können wir parken. Oh, ist doch schon fast perfekt eingeparkt. Oder? Ein bisschen schräg stehen war, aber hey. Drauf geschissen. Oh, spätestens jetzt müsste eigentlich auch das Radio ausgehen. Hab gerade den Motor ausgeschalten. Na gut, außer das Radio ist auch akkubetrieben, also batteriebetrieben. Also, ist ein Akku, aber heißt Autobatterie, wisst ihr schon. Ja. Die gute Blei-Akkumulatorzelle. Ja, was jetzt? Achso, genau. Motor haben wir ausgeschaltet, können wir jetzt pennen gehen. Wird schon. Ja, da kann man hier so nicht die Vorhänge die Vorhänge so zuziehen und dann richtig schönes Schlaffeeling bekommen. Naja, was soll's. Let's go. Bam. So, jetzt fahren wir natürlich in der Nacht. Auch sehr geil. Beziehungsweise, wir machen an der Stelle ein bisschen auch gleich mal Folgenpause. Das klingt in Ordnung. Beenden. Beenden. Und beenden. So. Dann soll das mit der Folge erstmal gewesen sein. Ich werde dann gleich mal, wie gesagt, einen Audio-Check machen, ob es mit dem Sound soweit ordentlich geklappt hat. Das heißt, für den Fall, dass es nicht geklappt hat, bitte um Entschuldigung. Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge, wenn es problematisch war, besser spielen können. Ansonsten sowieso bis zur nächsten Folge.